Google Sites bietet dir verschiedene Seitentypen an. Wenn du eine neue Seite erstellst, so wirst du neben dem Namen, nehmen wir mal News, eben auch gefragt, welche Vorlage du verwenden möchtest. Webseite ist also eine einzelne Seite, die sich nicht permanent ändert. Eine sogenannte statische Seite könnte man auch sagen, die eben einen mehr oder weniger fixen Inhalt hat. Daneben hat es aber auch Mitteilungen. Das wäre jetzt in diesem Fall sinnvoller. Das ist im Grunde genommen ein Blog. Das heißt, die einzelnen Beiträge werden chronologisch untereinander gesammelt. Und so hat man eigentlich einen zeitlichen Verlauf über die Inhalte. Du musst also nicht jedes Mal eine neue Seite erstellen, sondern du erstellst innerhalb von dieser Newsseite eben einfach Mitteilungen. Zu diesen News hat es noch gar keinen eigenen Menüpunkt. Den müssen wir noch erstellen. Ich nehme ihn hier nach oben. Deshalb mehr Website Layout bearbeiten. Und hier klicke ich in diese horizontale Menüleiste auf Seite hinzufügen und wähle News aus. Jetzt ist diese Blogseite ebenso im Menü untergebracht. Vielleicht wäre die Reihenfolge ein bisschen geschickter zu lösen. Jetzt ist es ein bisschen schlauer. Ich schließe das wieder und du siehst, diese Newsseite ist im Prinzip leer, aber über neue Mitteilungen funktioniert es im Grunde genommen ähnlich wie vorhin. Der ist gespeichert. Der kann nachträglich selbstverständlich auch wieder geändert werden über dieses Bearbeiten-Symbol, beziehungsweise wenn ich wieder zu den News zurückkehre, siehst du, wie er hier an erster Stelle steht. Über neue Mitteilung wird wiederum ein neuer Artikel erstellt. Und so werden die dann untereinander gesammelt.